Ja, der Besuch im Einkaufszentrum. Und wir starten wieder in San Francisco, in der Ecke. Warum ich jetzt hier so qualvoll schluchze, ist einfach das, dass ich jetzt diese Mission gerade schon zum, glaube, vierten Mal neu versuche. Und zwar nicht, weil ich euch hier vorgaukeln will, dass ich, hier das immer aufs erste Mal schaffe, sondern weil ich gerade, ich glaube, die dreimal diese Mission hier versucht habe, aufgenommen. Die Folge war fertig. Und mein Tonprogramm hat einfach versagt. Wie dem letzten bei Retro City Rampage. Und ich muss jetzt zum fünften Mal nochmal spielen. Und ich bin immer noch voll, wie habe ich letztes Mal gesagt, ich habe immer noch Blutdruck. Weil die ist so sackschwer, die Mission hier. Einfach nur aus dem Grund. Weil, hoppala. Wir biegen mal herab. Weil die Cops hier so hartnäckig sind. Junge, 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 Junge. Zieht's euch gleich mal rein. Also jetzt bei der Hinfahrt zum Einkaufszentrum geht's ja noch. Da sind sie ganz normal, aber wartet mal ab hier. Oh, ich sehe schon kommen. Dass ich mir schon wieder zu viel Schaden einfange, bevor ich überhaupt da bin. So, jetzt sind wir gleich im Einkaufszentrum. Tok, tok, tok. Versuche mal ganz omahaft hier vorsichtig reinzufahren. Chakowak. Und da kommen sie raus, die drei von der Tankstelle. Los. Jetzt passt mal auf. Jetzt passt. Ja, da! Es geht schon los, meine Freunde. Es geht schon los. Und das ist nicht etwa der Kopf, den. Da. Schaut euch das an. Ich glaube, die sind so auf. Toleranzlevel minus 70 oder sowas. Also ganz heavy. Ganz, ganz heavy. Und ich sehe schon, dass wir eigentlich jetzt schon wieder zu viel Schaden haben. Denke ich. Weil die werden uns jetzt kurz vor knapp. Ich war vorhin echt. Ich war praktisch schon vor dem Pfeil, ja, wo wir hin müssen. Und dann kam einfach mal einer noch ums Eck geschossen, so wie der gerade, hat sich aufs Dach gelegt und mich noch voll mitgenommen. Also echt heavy, 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 heavy. So. Aber ich will ja jetzt. Ja, dann kommt auch noch die eigene Blödheit dazu. Und jetzt schaut euch an, wie viel Schaden ich habe. Das ist wieder unmachbar. Das ist unmachbar, wieder die Mission. Ein Fehler von mir gerade noch dazu. Und ja. Da. Hat er sich selber zerlegt. So, so krass sind die drauf. Aber cooler Flug. Ich finde es so geil mit den Stoßdämpfern, dass die das so dermaßen übertrieben haben, weil es einfach geil war früher, dass es überhaupt machbar war. Haben sie es, glaube ich, gerade mal, ja, wie gesagt, übertrieben noch. Ich fand es cool früher, ich finde es immer noch cool, aber klar, heutzutage ist es ein bisschen übertrieben. Schaut es euch an. Wie ein Flummi. Oh, 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 oh. Oh, oh, ich höre es schon wieder. Ja, ja, das darf er ruhig machen. Hier schön Passanten wegen wegbouncen. Oh nein, oh nein, oh nein. Und die machen immer so frontale. So von dran. Da dreht sich bei mir schon das Wort im Hals herum. Tu was, wir werden verfolgt. Oh oh. Ach, die haben sich selber gerade gecrashed. Sowas ist natürlich cool, aber passiert kaum. Ja, Auto ist Schrott. Ich muss mich sowas von zusammenreißen gerade. Das ist unfassbar, unfassbar, unfassbar ist das. Oh. Besuch im Einkaufszentrum. Hm. Was das wohl für eine spannende Mission sein wird. La 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 la. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe dieses Geh-Einkaufen jetzt zum sechsten Mal oder so, sehe ich das. Und ja. Ist schön. Einfach schön hier. San Francisco, Russian Hill. Was übrigens wirklich Russian Hill heißt und nicht wie ich letztes Mal gelesen hatte, weil es auf der Map so abgeschnitten war, Russland Hill. Ich habe mich schon echt gewundert, habe gedacht, die haben doch nicht mal alle Tassen im Schrank. So wie die lieben Gesetzeshüter hier. Junge, Junge, Junge. Geh fort, geh einen Donut essen oder so. Ja, immer diese Vorteile, ne?
Aber bei Retro City Rampage natürlich auch gleich am Anfang ein, hat man gesehen, ein Donut-essender Polizeikommissar. Und ich bin echt... Ich kann euch eigentlich jetzt schon sagen, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir das jetzt hier noch 2-3 Mal versuchen. Und am Ende der Folge ich abschließen muss mit der News, dass ich es in der nächsten wieder versuchen werde. Also wenn es blöd läuft, kann das passieren. Vielleicht schaffen wir es jetzt aber auch. Kommt raus, ihr drei Stooges. Wir unterscheiden uns nur im Oberteil. Nur im Oberteil. Nur im Oberteil. Boah, der hat es diesmal nicht reingepackt. Sehr gut. Wenigstens etwas. Wow. Also die sind, glaube ich, gerade wirklich so eingestellt, dass sie echt nicht mehr wirklich ausweichen. Auch noch voll schnell sind. Wuhu! Ich wollte gerade sagen, es sah gar nicht gut aus. So gut sah es dann doch nicht aus, aber schlecht auch nicht. Und oh, 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 oh. Ei. Das sind so die Sachen, wo ich sage, da ist doch echt unfair, das Spiel. Die kommen aus irgendeiner Ecke raus, ja, auf diese passanten Wegen. Und knallen dich einfach, fegen dich. Also du hast gar keine Chance, die fegen dich so von der Straße. Aber bis jetzt sieht der Schaden gut aus. Bis jetzt sieht er gut aus. Das hatte ich schon anders vorhin. Wow! Da. Thomas, wir werden verfolgt. Ich hab's ja in der letzten Folge, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe immer gedacht, so Resident Evil oder so. Da ist, sind immer unsere, ist die USK und alle hinterher, ja. Weil gewaltverherrlichend hin und her. Aber sowas hier macht Blutdruck, meine Freunde. Und zwar ganz gewaltig. Wir werden verfolgt, Mann. Sollte für die älteren Semester wie mich eigentlich verboten werden, weil da muss man schon drauf achten, dass man jetzt hier sein Herz-Kreislauf-System nicht in Gefahr bringt, ja. Thomas, sollten sie eigentlich auf die Packung von Driver drucken. Nicht für Personen über 18. Wir werden verfolgt. Eieieiei. Da machen sie schon einzelne Straßensperren, richtig cool. Du Schlawiner, du! Schüttel sie ab, Mann! Jetzt stell dir vor, das Krasse wäre jetzt noch die Mission auch noch unter Zeitdruck. Sorry. Unter Zeitdruck, das wäre noch krasser. Thomas, wir werden verfolgt! Heide, nein. Ach übrigens, so kleine News am Rande. Vielleicht. Es steht noch irgendwie in den Sternen. Aber es sieht so aus, als hätte ich die Chance auf einen nagelneuen Sega Firecore. Was ziemlich geil wäre. Und falls das klappt, dass ich den bekomme, würde ich euch den auch... Oh Mann! würde ich ein kleines Unboxing machen. Wie cool ist das, oder? Also nagelneu, original verpackt noch und pipapo. Aber mal schauen. Müsste mal alle Daumen drücken, dass das klappt. Es kann sein, er ist schon weg. Es kann sein, ja, jemand anders hat ihn sich schon geschnappt. Aber oh, krieg wahrscheinlich im Laufe des Tages Bescheid. Und wenn ja, dann werde ich den sofort unboxen und euch mal ein bisschen vorstellen. Ist ein ganz cooles Teil. Ja. Mehr dazu später. Vielleicht. So. Und während ich gefastet habe, habe ich gar nicht gemerkt, wie cool wir unterwegs sind und noch keine Hälfte an Schaden haben. Aber wie gesagt, vorhin war ich auch zweimal schon hier. Und zweimal habe ich unser Ziel schon vor Augen gehabt. Ja, ich war schon mit dem linken Vorderreifen praktisch drauf. Und dann kamen noch 2, 3 Kopfwegen von links und rechts. Einfach so um die Ecke geschossen. Wahrscheinlich so random Spawn. Aus der Luft, aus dem Universum reingespawnt. Direkt auf meine Kühlerhaube. Aber jetzt ist ruhig. Ich glaub's ja gar nicht. Da kommt noch einer. Ich sehe ihn auf der Map. Schön vorsichtig. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Oh. Ich bin so erleichtert. Ich könnte echt heulen jetzt. Weiter.
Nun, vielleicht musst du dem Kerl noch ein wenig näher auf den Pelz rücken. Ich überlasse das deinem professionellen Urteilsvermögen. Tanner, komm her! Slater, hier ist der Junge, den ich dir vorstellen wollte. Er hat ein paar Fahrten für Geschäftsfreunde von mir erledigt. Ach, ihr zwei kennt euch schon? Dieser Kerl war mal Rennfahrer, bis er einen kleinen Unfall hatte. Nun gut, ein bisschen Konkurrenz kann dir nicht schaden, Slater. Er ist keine Konkurrenz für mich. Du bist gar nicht so entstellt, wie ich dachte. Das ist der Typ, der mich rausgeholt hat. Ich hoffe nicht, dass du ihn abknallen willst, mon cher. Nicht, wenn eine 357er Magnum zwischen deine Augen zielt. Steck das Ding ein, Slater. Sowas passiert, wenn man das Maul nicht halten kann. Genau. Also lasst uns alle cool bleiben. Könnt ihr euch sogar beide gebrauchen, wenn Jean-Paul hier sein Geld wert ist. Wir werden das schon schaukeln. Slater, Tanner arbeitet jetzt für mich. Slater, der alte Knaschtwichtel, wollte uns hier gerade mal gleich mal blöd anmachen. Ja, dann gab es gleich mal eine auf die 12. Und ich bin noch wirklich, ich kann es euch nicht sagen, wie erleichtert ich bin. Ich überlege gerade, ob wir jetzt noch einmal starten. Aber wir haben nicht mehr viel, da machen wir heute eine ganz kurze Folge. Machen wir jetzt hier die 12 Minuten voll, kann ich euch noch ein bisschen was erzählen. Und dafür werde ich wahrscheinlich nachher noch eine raushauen. Aber ich darf ja keine Versprechen hier mehr machen und nachher kriege ich wieder Ärger, wenn es dann doch erst morgen klappt. Deswegen vielleicht mache ich noch eine heute. Ansonsten bin ich froh, dass es jetzt doch so schnell geklappt hat. Wie gesagt, vorhin habe ich, glaube eine Aufnahme von 16 Minuten gehabt und es hat nicht geklappt. Naja, ich will euch jetzt nicht mehr großartig zulabern. Das war euer Twix für Culture Gaming. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis nächstes Mal. Macht's gut.